Pünktlich zu Ostern sind am 14. April 4 Küken im Brutkasten des Kreisagrarmuseums in Dorfmecklenburg geschlüpft. Das Museum beherbergt 53 Küken in dem historischen Brutkasten. Bergische Kreher, Grünleger, westfälische Totenleger und Italiener nennen sich die unterschiedlichen Rassen. Dr. Björn Berg, Leiter des Museums, freut sich über den flauschigen Nachwuchs. Er begleitet die traditionelle Kükenlotterie bereits zum 5. Mal. Wenn sie reingelegt werden, bekommt jedes Ei eine Nummer. Bei der Nummer wird genau festgehalten, um welche Rasse es sich handelt, sodass wir dann noch nachvollziehen können, welche tendenziell früher schlüpfen oder nicht. Aber die Fachleute wissen das sowieso. Auf jeden Fall, jedes Ei bekommt eine Nummer und wird dann in den Brutapparat gelegt auf die Horde. Und dann werden, ja, dann beginnt der Brutzyklus mit festgelegter Temperatur, an welchem Tag, festgelegten Drehungen, wie oft wird das Ei an welchem Tag gedreht. Temperatur und Luftfeuchte werden natürlich kontrolliert, damit alle Bedingungen optimal sind und damit möglichst alle Küken schlüpfen können. Im Laufe der Tage sollen weitere Küken schlüpfen. Die Eierschalen sind schon angepickt. Über die Ostertage hat das Kreisagrarmuseum geöffnet, die Chance für jeden Besucher, die kleinen piepsigen Vögel aus der Nähe zu bestaunen.